Vanessa Siemers ist vor Ort in Worms. Heute wurde dort Bilanz gezogen. Woran liegt es denn, dass weniger Publikum gekommen ist als voriges Jahr? Also es waren etwa 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Jahr weniger als im vergangenen Jahr. Die Auslastung lag aber immer noch bei hervorragenden 87%. Es waren auch einige Vorstellungen komplett ausverkauft. Und damit sind die Macher an sich wirklich sehr zufrieden. Sie haben auch gesagt, das sind sehr gute Zahlen für ein Theaterstück heutzutage. Der Hauptgrund, warum in diesem Jahr ja ein bisschen weniger Menschen gekommen sind, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das Wetter. Der Sommer ist ja in diesem Jahr sehr wechselhaft. Es gibt viele Tage, da hat es geregnet. Ja, und all diejenigen, die sich die Karten nicht schon lange im Vorfeld gesichert haben, die eher spontan zu den Nibelungenfestspielen gekommen wären, die haben sich dann wahrscheinlich aufgrund des unbeständigen Wetters dagegen entschieden. Ein zweiter Grund, der könnte an den Ferien liegen. Rheinland-Pfalz hat Sommerferien, da fahren viele weg. Ja, und man kann nicht gleichzeitig im Urlaub sein und bei den Nibelungenfestspielen, das geht nicht. Und jetzt noch mal zum Mario-Adorf-Preis. Warum geht der denn an Regisseur von Tobel? Der führt ja in diesem Jahr bereits zum dritten Mal Regie bei den Nibelungenfestspielen. Und den Preis, den bekommt er wegen seinen außergewöhnlichen Bühnenbildern. Im Jahr 2018, da hat er zum Beispiel den Dom optisch zum Wackeln gebracht. Und ich glaube, was den meisten noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist, das ist diese riesige Wasserlandschaft bei der Inszenierung von vor 2 Jahren. Das war einfach komplett neu für die Nibelungenfestspiele. So etwas gab es vorher noch nie. Vielen Dank, Vanessa Siemers aus Worms.